Captain Lasky. Der Captain der Aladdin bittet, den Häftling an Bord bringen zu dürfen. Letzte Chance zum Umentscheiden. Zu spät, Sarah. Wir müssen wissen, was hier los ist. Sie war nicht ohne Grund eingesperrt. Erlaubt das Erfall, Roland. Dr. Halsey, danke fürs Kommen. Ich werde nicht in Handschellen durch das von mir erbaute Schiff laufen. Wo ist das Artefakt? Ziemlich dunkel für eine Untersuchung. Fluktuationen auf dem ganzen Schiff, Doktor. Die Ursprungsstelle ist komplett ohne Strom. Zusatzbeleuchtung ist auf dem Weg. Das wäre gut. Irgendwelche anderen Reaktionen seit... Seit der Sache mit Dr. Glassman? Nein. Verstehe. Vorsicht! Ich bin nicht Henry Glassman, Captain. Glauben Sie mir, Doktor. Ich weiß, wer Sie sind. Ja. Und offenbar brauchen Sie für mich drei der neuesten Modelle. Captain Lasky wollte die besten. Und trotzdem... Was ist los, Doktor? Maschinenraum. Warum lassen die uns eine alte Schachtel beschützen? Die bedeutet Ärger, Mann. Verrückte Forscherin und so. Sie hat die Spartans erschaffen. Master Chief? Echt jetzt? Ja. Es heißt, sie hätte ein paar Kinder entführt. Was? Was will eine alte Schachtel wie die mit Kindern? Sie mussten lernen, still zu sein. Und dann machten wir sie zu Spartans. Roland? Maschinenraum abgeriegelt, Captain. Alle Systeme auf Minimalbetrieb. Wissen Sie, Captain, ich kann die Infinity auch ohne Hilfe fliegen. Keine Angst, Roland. Das wird nicht sehr lange dauern. Jetzt darf die Kriegsverbrecherin auch noch alles anfassen. Ich kann für Sie tippen. Wenn es Ihnen dann besser geht? Würde helfen. Sie hat den Antrieb installiert. Niemand der UNSC versteht ihn so wie Sie. Hey! Das Artefakt, Blutsvater, spricht mit ihren Antrieben, auch Blutsvater. Aber es kommuniziert ebenfalls mit den anderen Systemen. Kommsysteme, Elektronik, Lebenserhaltung. Nur die Antriebe sind Blutsväter-Technologie. Der Rest ist von uns. Gewiss. Aber das Artefakt erreicht sie irgendwie. Sowohl das Artefakt als auch ihre Antriebe übermitteln... Nach Requiem. Sie wollten den Planeten erforschen. Stattdessen erforscht irgendetwas auf dem Planeten See. Crimson, wir haben eine Spur zu Park Vong, einem Sengili-Terroristen und bekannten Komplizen von Julem Dama. Wenn wir uns seiner wie eines räudigen Straßenköters entledigen können, wird die Galaxis danach ein besserer Ort sein. Und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Halo 4. Commander Palmer, Sichtkontakt mit Park Vong. Zeigen Sie es Crimson. Auf legendär. Spartan Ops sind wir am Spielen. Und wir sind an Episode 3 angekommen. Ja, es sind Kapitel und
Episoden. Andersrum halt. Ich habe zuerst gesagt, das ist einzelne Episoden in einzelnen Kapiteln, aber tatsächlich sind es Kapitel in einzelnen Episoden. Begreife ich nicht. Das ist für mich sehr unverständlich, warum das so rum ist. Aber ist auch egal. Vom wegen Sichtkontakt. Ich sehe da keinen Sichtkontakt. Da ist auch niemand. Stattdessen werde ich jetzt angegriffen. Von einem Eliten. Der meint, dass es nicht so schön ist, dass ich hier bin. Was ist jetzt da hinten? Der Typ da hinten, ziemlich dreist, der hat mich sogar getroffen. Der hat mich getroffen? Okay, können wir mit einer Granate ankommen? Was meint ihr? Wir gehen mal auf den Berg hier oben rauf. Haben wir nämlich eine schönere Sicht aufs Feld. Okay, ich habe so das Gefühl, wir kommen da nicht drauf. Nee, das wird nichts. Da ist eine unsichtbare Mauer. Na gut, der war da hinten, ne? Naja, knapp, ne? Aber wir kommen halt nicht an. Das ist ein bisschen blöd, aber er ist tot. Ich meine, von hier hinten aus können sie sich überhaupt gar nicht wehren. Ich schlachte sie einfach alle ab. Guck, da. Kann nichts machen außer ausweichen. Und das kann er recht gut. Arsch. Gehen am besten über diesen Vorsprung und fliegen am besten rüber. Ich glaube, rüberfliegen ist das Leichteste in diesem Moment, ne? Commander, Scharfschützen! Das ist Crimson Vulkan in Gang, Miller. Wusste ich natürlich! Dalton, schicken Sie Crimson Nachschub. Verstanden, Commander. Ach, du bist das. Krepiere. Dreckiger Abschaum. Dreckiger Sniper-Abschaum. Ich kann sie von hier hinten auch nicht wirklich gut treffen. Genauso wie sie mich nicht. Einer ist da noch, ja? Na gut, begeben wir uns mal auf die andere Seite. Na komm. Wir wissen beide, dass du sterben wirst. Okay, es hat mich meine ganze Munition gekostet, aber wieder ein bisschen Glück. Liegt hier irgendwo welche. Ich hab einen Schuss. Den kleinen könnte ich wegkriegen. Okay, ich habe einen Schuss. Und den kriegt der Dude ab hier. Oder auch nicht. Nein! Nein! Ich hab verfehlt! Aber ganz krass verfehlt. Der schießt immer noch auf meine Leiche. Der muss irgendwie sowas wie Langeweile haben. Ja, jetzt wo ich die Munition habe, spaziere ich mal hier rüber. Interessiert mich doch nicht, wenn der da rumlungert. Kann er meinetwegen machen. Schaffen wir den Sprung, was meint ihr? Nein. Nicht mal ansatzweise übrigens. Alter, ich sehe nichts mit deinem scheiß Schild. Du dreckiger kleiner Lied. Ja, solange er nicht zu mir kommt, ist mir das doch Wumpe, Alter. So sieht's nämlich aus. Im Endeffekt werde ich sie sowieso alle vernichten müssen, aber egal. Hast du was gesehen? Das ist nicht nett. Gar nicht nett. Oh je. Wie cool. Der Phantom entkommt. Nein, hey, das ist nicht fair. Hilfe, tu mir nichts. Verdammt. Wir werden eine andere Chance kriegen. Er kann nicht wegkommen. Und jetzt? Crimson. War klar, durchhalten, ne? Hätte ich den doch mal vorher gesehen. Oh, noch ein Elite.
Okay, ich muss mich jetzt übrigens beeilen, weil das Video am Anfang hat mir natürlich sehr viel Zeit gekostet. Kümmern Sie sich um den Rest von Park Wolves Leuten. Von diesen Scharnierschädeln braucht keiner zu entkommen. Geht klar, Chefe. Bist du ein Elite? Du bist ein Elite, mein Freund. Hier wimmelt es nur so von denen. Oh mein Gott. Ich glaube, ich stand drauf. Na komm näher. Wir wissen beide, was du tun wirst. Das ist... Gott. Das war nicht fair. Ich kann mich doch nicht wehren, wenn das nicht nachlade. Wo bin ich zur Hölle? Irgendwo am Arsch der Welt. Oh Gott, die kommen ja zu mir. Ich habe gedacht, es wären Eliten. Waren es aber nicht. Ich glaube aber, dass da ist einer. Der ist nämlich ziemlich schnell unterwegs. Unterwegs. Hallo, ihr Idioten. Damit hätte ich nicht gerechnet, dass ich von der anderen Seite plötzlich komme, ne? Ja. Wusste ich's doch. Das ist der Wichtigste. Okay, haben die sich jetzt gegenseitig Platz gemacht? Nee, ne? Dass ich das überlebt habe? Ist ja Wahnsinn. Gute Arbeit. Commander Palmer. Was ist damit, Dorton? Wenn ich mir die Drohnenaufzeichnungen so ansehe, hat Park wohl ziemlich viel UNSC-Ausrüstung zusammengetragen. Die würde ich gerne bergen. Sprich nichts dagegen. Danke. Ich markiere einen Wegpunkt. Na gut. Wir sollen also was bergen und hier ist nichts als Scheiße. Das gefällt mir gar nicht, dass das so leer ist. Es ist doch nicht leer. Ach, da kommen sie jetzt plötzlich aus ihren Scheißlöchern gekrochen, ne? Achso, der hat mittlerweile gemerkt, dass ich übrigens da bin. Dass sie immer den Fehler machen und Granaten werfen, da wissen sie doch, dass sie sterben. Oh, da ist doch gerade ein Grunt lang gelaufen. War doch keine Elite. Das war's. Ernsthaft? Das glaube ich irgendwie weniger. Aber die Sniper hätte ich ruhig mitnehmen können. Aktivität in der Nähe. Bereithalten, Crimson. Oh Gott, da ist ja noch ein zweiter. Da bleibe ich doch lieber in Bewegung. Na komm, mein lieber Grunt. Dreh dich um. Oder auch nicht. Markierungen wären echt schön. Okay, der eine kommt schon mal auf mich zugelaufen. Das ist positiv. Ich habe aber nicht viel Munition. Das hätte ich überdenken müssen. Lass mich... Nein, sie ist gespawnt. Oh Gott, nein. Hilfe, der Turm. Ah! Okay, die Munition ist übrigens despawned, das ist nicht schön. Naja, zumindest den erreicht. Ach, jetzt plötzlich funktioniert das Ding wieder, ja? Die Plasma-Pistole könnte ich gebrauchen. Oh. Aua. Wo bist du, mein Freund? Ist der ernsthaft ein Panzer? Oh Gott, das war jetzt richtig schlecht. Ich weiß nicht, ob ich in den Panzer schon reingehen sollte. Ja,
Das habe ich mir fast gedacht. Die Crimson, seien Sie so nett und knallen Sie alle ab. Das Stehlen unserer Technologie geht mir gegen den Strich. Oh Gott. Aber jetzt habe ich wenigstens wieder Munition ohne Ende, also. Das war schon positiv. Ist alles in Ordnung. Solange man positiv bleibt. Ja, was willst du da oben machen? Okay, das könnte jetzt was werden. Hat sich wohl ganz schön ins Zeug gelegt mit seiner UNSC-Sammlung, was? Vier Panzer. Oha. Ich schulde Ihnen was. Das war's aber noch nicht, oder? Commander, es gibt Ärger. Crimson ist auf ein Wespennest gestoßen. Jeder einzelne Ali innerhalb von 2 Kilometern bewegt sich auf sie zu. Gleich geht's rund, Crimson. Aufmunitionieren und eingraben. Oh. Verteidigen, ja, klasse. Da sind sie. Geben Sie ihnen Saures. Ich würde das Schiff gerne zertöten, bevor da was runterkommt. Falls es überhaupt möglich ist. Ja. Na komm. Darf nicht so runterkommen. Ja, etwas ist da runtergefallen, aber ich glaube, das war nur eine Leiche. Ich glaube, da kommt nichts runter. Ich glaube, das ist nicht so geplant, als würde da was runterkommen. Ihr mit eurem scheiß Geschützen, ey. Gottes Willen. Wo? Oh nein, irgendwas wurde abgeladen. Oh nein, irgendwer hat was. Oh nein, da ist noch ein Panzer. Da kommt. Oh, das war der wichtigste von allen. Oh! Da ist ja noch einer! Ich habe keine Ahnung, wie wir das hier reißen sollen. Ganz ehrlich nicht. Ich wüsste es nicht. Ich kann nur ja, Granaten auf die werfen. Ja gut, das habe ich immerhin hinbekommen. Oh nein, das war. Oh Gott, das war daneben. Lass das mal. Oh Gott, das ist ein richtiger Krieg hier. Oh, okay, das könnte ein bisschen anstrengend werden. Ich weiß, das könnte schwer werden, aber ich weiß, dass wir es auch hinkriegen können. Vor allem sind hier 2 Eliten mit den FRG, die ich auch noch nicht mal getroffen habe. Ey, ja. Nein! Oh, ich hatte ihn doch fast. Ja, zumindest haben wir 2 Schiffe abgeschossen. Sodass nicht viel Verstärkung kam. Glaube ich jedenfalls. Ja, werft nur eure dämlichen Granaten. Das ist immer euer Fehler. Oh, der Panzer ist respawned. Das ist ja eine nette Geste, muss ich sagen. Zumindest haben wir unendlich Panzer. Das muss man denen schon gut rechnen. Krepiere! Hahaha. Einfach so in Luft aufgelöst. Wo? Haha. Sind die jetzt alle tot? Ich glaube nicht. Das sah so aus, als wären sie alle gestorben. Aber leider nicht. Oh Gott. Ich muss den töten. Oh Gott. Die Grunts sind natürlich eine nervige Angelegenheit. Die können mich natürlich umbringen.
Och nein, da kommt einer mit einer Plasmapistole. Noch mehr. Oh je, das ist ungesund. Das ist ungesund. Das ist ungesund. Ja, das war's. Das war definitiv ungesund. Schnappen wir uns am besten den Sniper da hinten, ne? Ich glaube, das ist eine gute Taktik. Wenn wir da ordentlich viel Sniper haben, können wir alles wegballern, was kommt. Damit habt ihr nicht gerechnet, weil ihr Schweine. Oh Gott, das sind viele. Das sind verdammt viele Sniper. Und die zielen alle auf mich. Ja, wir müssen sie ausschalten. Dann kriegen wir nämlich die Sniper von denen. Und dann wird's richtig easy. Insofern sie nicht despawnen. Das ist natürlich immer das größte Problem. Das heißt, ich werde die Munition einfach verballern. Bis zum geht nicht mehr. Was soll dann noch schief laufen? Schicken Sie Crimson Nachschub, Dalton. Schon unterwegs, Kommandant. Nein. Oh nein, die Sniper werden doch despawnen. Das hätten wir. Was zum... Ah. Hab ich dich, du Flitzpiepe. Hat er auch eine Sniper oder was? Alter, komm her. Das hat sich schon gelohnt. Mein Leben gegen das Seinige. Ist akzeptiert, definitiv. Ab nächster Folge, denke ich mal, habe ich auch mein neues Visier. Werf dich noch dazwischen, ist klar. Da ist noch ein Sniper. Das ist schön für den Phantom. Aber das interessiert mich ehrlich gesagt einen Scheißdreck. Was zum... Haha! Oh, Tontorben schießen! Damn! Du bist der Scherzkeks. Zum Glück können sie nicht in den Panzer einsteigen. Das wäre ja noch dramatischer. Landungskapseln auf dem Weg zu Ihnen. Wie viele denn noch? Verstanden, Kommander. Ich müsste mich hier mit dem Panzer positionieren. Das wäre so genial. Aber ich kann nicht runterschießen. Ich kann schlecht runterschießen. Ja, Freunde, wir machen das einfach so, dass wir hier jetzt die Folge beenden. Ich glaube nämlich, das wird gleich noch ein bisschen länger dauern, bis wir die Stellung gehalten haben. Und dann sehen wir uns morgen wieder. Haut rein, euer Zero. Tschüss.